Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. So, die letzte Folge ist bei mir jetzt ein Tag her. Ich musste leider ausmachen und konnte nicht weiter aufnehmen. Aber wir sind fast bei Unigost angekommen. Ich musste leider einiges an Steinen loswerden. Also ich habe alle Steine liegen gelassen, leider. Weil wir einfach maßlos überladen waren. Wir gehen jetzt einmal im Fluss, um uns zu waschen. Das müsste eigentlich funktionieren, denke ich mal. Ich weiß nur nicht, wie weit wir rein müssen. Ah, guck, das war schon. Weiter müssen wir gar nicht. So, trinken würden wir gerne noch einen Schluck. Und dann geht es weiter. Wir müssen mit Unigost sprechen und die Quest abgeben. Und ich habe noch mal nachgeschaut gehabt. Wir können Flachssamen hier oben bei Branika oder Baranika war es. Eins von beiden. Können wir Flachssamen kaufen. Das werden wir also auch tun in nicht allzu ferner Zukunft. Allerdings würde ich jetzt im Sommer gerne nochmal nachschauen, ob wir Saat ausbringen können. Wir haben ja extra Dünger gekauft. So, wie ist es in Denika gelaufen? Nun, sie sind jetzt vorbereitet und sicher. Vermutlich eine einfache Holzpalisade. Ja, und ich denke, Dagobert ist ein Mann, der keine Angst vor Wölfen hat. Die Geschichte von Unigost 2. Warte auf weitere Ereignisse. Gut, dann machen wir das mal. Quest. Alwins Geschichte. Warte auf nächsten Sommer. Das wird wohl eine Weile dauern. Alte Lumpen. Liefere Leder. Dann würde ich doch mal sagen, verfolgen wir mal die Quest. So, wir werden jetzt einen Händler aufsuchen. Zum Beispiel die gute Jarugniva Ware anzeigen lassen. Und dann müssen wir mal gucken. Steinäxte. Komm, dann verkaufen wir doch mal die hier. Und davon verkaufen wir zwei. Nee, nicht so viele. Zwei Stück. F. Können wir noch was verkaufen? Fladenbrot hätten wir gern behalten. Fleisch auch. Fleisch mit Soße sowieso. Gebratenes Fleisch. Suppe behalten wir vorerst. Fertilizer, der Dünger, den brauchen wir auch. Leder und Pelz brauchen wir leider auch. Das heißt, wir haben leider nichts mehr zu verkaufen. Und von ihr möchten wir auch nichts haben. Wir werden jetzt also. Moment, Händlersymbol. In die Richtung latschen. Irgendwo konnten wir doch Samen kaufen, ne? Hast du uns Samen verkauft? Karottensamen. Handwerkliche Ressource kann Karottenernte gewonnen oder gekauft werden, kann im Frühling gesät und im Herbst geerntet werden. Oder im Winter gesät und im Sommer geerntet werden. Okay. Zwiebelsamen. Kann im Frühling und im Sommer geerntet werden. Können wir also nicht aussehen. Weizen. Kann im Frühling gesät und im Herbst geerntet werden. Oder im Herbst gesät und im Sommer geerntet werden. Also das können wir noch im Herbst sehen. Im Herbst gesät und im Frühling geerntet. Das heißt Roggen. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, wir bleiben erstmal bei unseren Karottengedöns, ne? Wir haben zwar ein bisschen Geld auf Tasche, aber ich befürchte, das werden wir auch noch brauchen. Ich werde jetzt gehen. Wo ist denn die nette Dame, mit der wir immer ein bisschen geflirtet haben? Warst du das? Wird wohl Zuneigung 46. Hallo Fremder, ja genau. Möchte dir etwas sagen, schöne Frau? Was für ein unglaubliches Kleid du hast, es steht dir sehr gut. Oh, Zuneigung minus 5. Erinnere mich bloß nicht daran, es ist unpraktisch und es ist schwer, sich damit auf etwas zu bewegen, das keine Straße ist.
Ach so, es ist sich schwer damit, auf etwas zu bewegen, was keine Straße ist. Okay. Oh, haben wir verschissen. Na gut. Wie ist die Arbeit? Noch einen Moment Zeit. Jagd, hast du irgendwelche Tipps? Oh, keine Zeit mehr. Zum Flirten hat es auch keine Zeit mehr. Na gut, auf Wiedersehen. Und wir werden einmal rüberschwimmen, um die Quest abzugeben. Aber ich würde fast sagen, das schneide ich einmal raus. Bis gleich. So, am anderen Ufer angekommen, können wir unsere Quest hier abgeben. Schnell, hast du, was ich brauche? Ich habe es eilig. Entspann dich. Ich habe alles hier, wie versprochen. Dynastie-Reputation plus 1. Das ist sehr schön, aber gibt es nicht noch ein bisschen mehr? Die verkauft mir Eier. Komm, wir unterhalten uns mal ein bisschen mit ihr. Letzter Zeit ergangen. Wie ist die Arbeit? Oh. Auf Arbeit sollten wir sie nicht ansprechen. So ein bisschen wie ich, hat auch keine Lust zu arbeiten. Aber was Mut, dat Mut, ne? Im Mittelalter noch viel mehr als heute. Palibor, zeig mir deine Ware. Genau, das hatten wir ihm ja verkauft hier alles, ne? Den Knüppel hatten wir nicht verkauft. Hölzerne Schaufel. Steinhacke haben wir selbst. Die Beeren haben wir ihm verkauft. Der hat also auch nichts Sinnvolles für uns. Dann würde ich fast mal vorschlagen, wir machen uns auf den Weg nach Hause. Und Moment, Alvins Geschichte. Es geht erst im Sommer weiter, ne? Das heißt, ich werde Unigost mal auf aktiv schalten. Und wir müssen noch drei Füchse jagen. Wir können ja mal hier oben ein bisschen durch den Wald wandern. Ein bisschen nördlich der Stadt. Ich würde sagen. Oh, ich würde sagen, ich mache noch mal einen Cut und sammle noch mal Beeren. Geld kann man nämlich nie genug haben. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Ein paar Beeren gesammelt. Natürlich sind wir jetzt wieder überladen. Das heißt, ich gehe noch mal zurück hier ins Dorf und versuche mal die Beeren loszuwerden. Ja, war jetzt etwas außerplanmäßig. Aber ich denke mal, das wird wohl klar gehen. Wulstan, Osmund. Wie gesagt, war etwas außerplanmäßig, aber Geld kann man ja nie genug haben. Ich denke, aufheben, um zu essen, brauchen wir die, glaube ich, erstmal nicht. So, zeig mir deine Ware. Beeren, 175 sind es wieder geworden. Dann darfst du gerne alles haben. Da haben wir jetzt 718 Gold auf Lager. Das geht relativ zügig, das Beeren sammeln. Und ist relativ lukrativ, muss man sagen. Das werden wir wohl beibehalten, denke ich mal, auch im späteren Spielverlauf. So, ich wollte hier eigentlich nur einen kurzen Abstecher machen. Was kann echtes Johanniskraut eigentlich nochmal? Achso, Giftheilung. Ja, Giftheilung brauchen wir nicht unbedingt. Der Wegerich wäre viel sinnvoller, um Gesundheit zu heilen. Ja, ich wollte hier nur einen kurzen Abstecher in den Wald machen, in der Hoffnung, ich sehe hier einen Fuchs, aber scheint jetzt irgendwie nicht so. Die sind natürlich auch relativ klein und im hohen Gras auch relativ schwer zu sehen. Vielleicht haben wir im Winter mehr Glück. Wir werden im Winter wahrscheinlich sowieso noch mal jagen gehen müssen. Ach, da lag ein kleiner Stein und ein großer Stein. Ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte, wir können jetzt die großen Steine einfach aufsammeln. So, gut, dann würde ich sagen, es geht nach Hause. Und wir bauen mal weiter an unserer Schneiderei. Da waren wir stehen geblieben, ne? Hasenfalle können wir natürlich auch noch mal nachschauen. Bestimmt schon wieder ein Häschen drin. Wir waren ja eine ganze Weile weg. Ach so, die war ja da, ne? Da wird es uns auch auf der Minimap angezeigt. Jo, Hasenfalle. Jo, da ist ein Häschen drin. Eigentlich ist die Falle kaputt. Da müssen wir eine neue bauen.
Was Crafting? Oder was Gebäude? Überleben? Häuser, Ressourcen, Speicher, Landwirtschaft war es nicht. Gebäude war es aber anscheinend auch nicht. Weitere. Ach hier, Hasenfalle. Da. Wir brauchen 10 Stöcker, wir haben 4. Ah, das soll wohl nicht das große Problem sein. Ich gehe mal stark davon aus, wir haben noch Stöcker eingelagert. Stock transferieren. 6 akzeptieren. Und dann war es weitere Fallen, Hasenfalle. Dann stellen wir uns die hier nochmal auf. Lack. Aktiv ist sie, ne? Ja, aktiv ist sie, sehr schön. Fleisch, wie lange ist unser Fleisch noch haltbar? Ist noch bei 100%. Dann würde ich das Fleisch nämlich einfach mal hier reinschmeißen. Fleisch. Akzeptieren. Das restliche Essen behalten wir mal bei uns. So. Leder. Komm, das schmeißen wir auch erstmal alles hier rein. Den Dünger auch. Das soll nämlich alles in unsere Schneiderei eigentlich. Einfache Tasche kann von meinetwegen auch hier rein. Die gestohlene Tasche haben wir ausgerüstet. So, jetzt schauen wir mal, was fehlt uns denn noch? Rundholz. Stroh und Rundholz. Dock und Rundholz. Stroh und Rundholz. Also wir müssen Stroh sammeln. Und wir müssen ein bisschen Bäume fällen. Stroh kriegen wir hierher. Aus Schilf. Jetzt habe ich natürlich nicht mitgezählt, aber denke mal, das ist halb so wild. Wir sammeln einfach ein bisschen was auf hier. Ich weiß gar nicht, ob das Zeug respawnt. Ich hoffe es jetzt einfach mal, weil wir werden ja hier noch ziemlich viel brauchen, gehe ich mal von aus, für die nächsten Hütten. So. Wir hatten doch vor gar nicht allzu langer Zeit da vorne irgendwo einen Fuchs gesehen. Ne? Wollen wir mal schauen, ob der vielleicht noch da ist. Oder wieder da ist. Das war hier irgendwo, ne? Glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Nicht die Axt. Ich hätte gerne Speer ausgerüstet. Guck mal da oben. Das war aber ein Hase, kein Fuchs, glaube ich. Ja, das ist nur ein Hase, den lassen wir mal in Ruhe. Fuchs. Volltreffer. Sehr schön. Neues Gebäude freigeschaltet. Die Jagdhütte. Das heißt, wir könnten sogar schon die Jagdhütte bauen. So, das habe ich jetzt nicht gemacht, weil wir ganz dringend noch Leder und Fleisch brauchen. Sondern das habe ich gemacht, weil wir es für eine Quest brauchen. Das ist nur ein Häschen. Das können wir hoppeln lassen. Wir könnten natürlich hier an dem Ufer auch mal eine Falle aufstellen, ne? So, dann lasst uns mal ein bisschen Bäumchen fällen, damit wir die Rundhölzer zusammenkriegen, die wir brauchen für die Näherei. Und da können wir auch schon weitere Gebäude bauen. Das heißt, ich denke mal, den Winter werden wir vorrangig mit Gebäudebauen beschäftigt sein. Ja, das können wir auch noch nehmen. Oh, hier sind wieder Bärenbüsche. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, ich werde wieder Beeren sammeln. Und Holz nehmen. Und Holz nehmen. Wir sind jetzt schon überladen. So, aber schlecht. Das Rundholz nehmen wir auch noch mit. Gut, Leute, ich würde sagen, ich sammle ein paar Beeren. Und dann sehen wir uns wieder, wenn es an unserer Schneiderei weitergeht. Also bis gleich. So, wir sehen uns doch etwas früher zurück, denn wir werden angegriffen. Und das war jetzt kurz vor knapp, würde ich mal so sagen. Das war jetzt mal außerplanmäßig, und zwar sehr außerplanmäßig.
So, wir haben jetzt auch keine Speere mehr. Das heißt, wir werden wohl oder übel unsere Rundhölzer verbrauchen und daraus Speere bauen. Machen wir ruhig alle. Dann müssen wir halt zu Hause noch mal neue Rundhölzer sammeln. Hat den Vorteil, dass wir dann nicht mehr so viel wiegen. Ich habe das Wildschwein nicht wahrgenommen. Ich habe da so einen braunen Fleck gesehen. Ich habe ja auch keine Fackel an. Aber ich habe da so einen braunen Fleck gesehen. Dachte mir, Mensch, was ist das? Gehst mal ein Stück drauf zu. Ja, dann hat sich's umgedreht und uns angegriffen. Der hier heilt Gesundheit. Dann sollten wir davon was essen. Und wir sollten vielleicht mal zusehen, dass wir davon noch was sammeln. Das ist das hier, ne? Breitwegerich, genau. Ist leider sehr schwer zu sehen. Für euch wahrscheinlich noch viel schwerer, ne? Ohne Fackel, ohne Licht. So. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir sehen uns bei der Hütte wieder. Obwohl, hier können wir auch noch ein bisschen was sammeln, ne? Ach so, keine Ausdauer mehr, deswegen zeigt er uns das nicht mehr an. Aber der muss ja hier irgendwo rumstehen, ne? Das ist es. Das wollten wir haben. Ich weiß gar nicht, wie viel nehmen wir denn davon mit? Wie viel haben wir denn jetzt? 8. Komm, dann nehmen wir noch 2 mit. Jo. Und da wir außerplanmäßig leider weitermachen mussten, würde ich fast sagen, ich höre doch die ganze Zeit was. Ach, da sind Rehe. Wollte sagen, ich habe doch was gehört. Da wir außerplanmäßig weitermachen mussten, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut, tschüss.